Die Stiftung Niedersachsen fördert seit 2016 soziokulturelle Einrichtungen mit dem Förderprogramm Sozioqua Change dabei, sich zukunftsfähig aufzustellen. Das Spektrum der Institutionen reicht auf der einen Seite von großen urbanen soziokulturellen Zentren bis hin zu kleinen ländlichen Initiativen, die überwiegend ehrenamtlich getragen sind. Das Programm wurde entwickelt, weil in vielen Kultureinrichtungen, besonders in der Soziokultur, ein Generationenwechsel entweder unmittelbar bevorsteht oder bereits vollzogen worden ist. Für uns ist wichtig, dass die Institutionen jeweils ihre eigenen individuellen Lösungen entwickeln, also sozusagen maßgeschneidert ihre eigenen Herausforderungen benennen und dafür Lösungsstrategien entwickeln. Wir sind sehr spielerisch an den Prozess rangegangen. Wir haben gesagt, wir müssen die Sumpfblume retten aus ihrer Midlife-Crisis. Genau, weder Sumpf noch Blume, haben wir immer gesagt. Was ist die Sumpfblume denn heute? Wir haben uns vorgenommen, mehr Publikum zu gewinnen und auch eben das Publikum wieder aktiver mit einzubeziehen, uns zu öffnen, diesen Prozess auch transparent zu machen. Und ja, ein weiteres Ziel war auch, mehr Kontakt zu unseren Hausgruppen zu haben, weil wir festgestellt haben, es gibt ja viele Menschen, die sich engagieren, die auch schon vor Ort sind, aber dass da eben auch noch gar kein Kontakt so richtig hergestellt war. Also wir arbeiten mit zwei bezahlten Halbtagskräften im Büro. Die werden über Mitgliedsbeiträge finanziert. Und wir arbeiten mit ungefähr 15 bis 20 Leuten in programmgestaltenden AGs. Das heißt, das Kinoprogramm wird von denen gestaltet, die Live-Musik-Konzerte werden organisiert, Tanznächte, also Partys. Und Theater wird ehrenamtlich organisiert. Und es gibt eine ehrenamtlich arbeitende Technikgruppe bei uns. Die Entscheidung fiel doch relativ schnell, dass wir gesagt haben, wir wollen weiter basisdemokratisch arbeiten, also weiterhin ohne Chef. Wir wollen gerne, dass das Plenum wiederbelebt wird. Wir wollen gerne, dass es wieder verbindliche Jahresplanungstreffen gibt. Und begleitend arbeitet die Strukturgruppe an Visionen. Also wer sind wir eigentlich in diesem Kulturverein? Wen wollen wir erreichen? Wen erreichen wir aktuell? Soll das so bleiben? Wollen wir das ändern? Wie sieht unser Programm aus? Wie sieht unsere Öffentlichkeitsarbeit aus? Was geht auch nach außen? Also wo können wir uns vernetzen? Wo kriegen wir Unterstützung? Das waren so die Fragestellungen, mit denen wir gestartet sind. Wir sind gestartet mit einer sehr kreativen Strategietagung im Harz, war das, mit Kai Thompson, mit unserem Berater aus Celle. Und das war großartig, weil da sind wir erstmal ins Arbeiten gekommen. Also da sind wir mit dem Kernteam hingefahren, da waren wir 12 Leute und da haben wir wirklich sehr produktiv gearbeitet. Wir haben eine Umweltanalyse gemacht, eine Stärken- und Schwächenanalyse. Wir haben unsere Chancen, Risiken analysiert. Wir haben unsere Stakeholder herausgefunden. Also wir haben einfach sehr viel gearbeitet. Am Ende dieses Wochenendes hatten wir ganz viele Flipcharts und alles war voller bunter Wände. Als wir den Change-Prozess gestartet sind, haben wir direkt alle Fraktionen eingeladen, auch das erste Mal, seitdem ich im Amt der Geschäftsführerin bin, und haben mit allen Fraktionen das Gespräch geführt und nochmal gezeigt, eben, wie wichtig Soziokultur ist und was das für eine Stadt wie Hameln auch bedeutet, dass es die Sumpfblume gibt. Und tatsächlich ist es uns gelungen, eine Erhöhung der institutionellen Förderung zu bewirken bei den Kommunen. Und zwar waren wir ja ein Verein und wir sind innerhalb des Change-Prozesses eine GmbH geworden. Das heißt, wir haben auch einen Rechtsformwechsel vollzogen, der hat im letzten Jahr stattgefunden, 2018. Wir müssen auch sagen, wir haben wenig Ehrenamt noch gefunden und es ist auch immer noch so, es gibt wenig Ehrenamt bei uns. Und es war immer schwieriger, den Vorstandsposten neu zu besetzen. Niemand wollte die Verantwortung mehr
für das tragen, was da auch passiert. Diese Blume ist immer größer geworden. Wir sind aber auch mit diesen ganzen Diskussionen so an Basics gekommen. Wer sind wir eigentlich? Wofür stehen wir? Was ist uns wichtig? Ich glaube, dass letztendlich haben wir das gut abgeschlossen. Und es ist eine gute Kommunikation zwischen den Leuten entstanden. Also dadurch, dass wir uns regelmäßig getroffen haben, dadurch, dass wir die AGs ganz intensiv begleiten konnten, funktioniert das einfach. Es gibt einen festen Ansprechpartner und es gibt tatsächlich wieder dieses Plenum, was funktioniert. Es gibt ein verbindliches Jahresplanungstreffen, wo alle dabei sind. Und wir haben so einen richtig soliden Grundstein gelegt, dass wir einfach darauf weiterarbeiten können. Also wir haben inzwischen deutlich mehr politische Veranstaltungen. Also es gibt viele politische Gruppen, die unsere Räume nutzen und auch da Veranstaltungen machen. Das war uns wichtig. Und wir haben so eine Reihe Special-Filme aufgelegt, zusätzlich zu dem normalen Kinoprogramm. Ansonsten haben wir mehr Mut entwickelt, auch neue Formate auszuprobieren. Also gerade auch so auf Höhepunkten, sage ich mal, wo wir als Team sehr eng gearbeitet haben, dass wir gesagt haben, hey komm, das machen wir jetzt einfach. Das sind Formate, die gibt es jetzt heute auch nicht mehr. Das ist aber nicht schlimm. Aber der Mut war eben da, das auszuprobieren. Also wir haben ein Kulturforum zum Beispiel gegründet. In unserem Leitbild stand zum Beispiel auch drin, dass wir in unserer gesellschaftspolitischen Ausrichtung arbeiten wollen. Wir haben dann bei uns in Hameln den Pulse of Europe umgesetzt, eine Bürgerbewegung, eine Demonstration für Europa. Wir wollen mutig sein, kommen, wir probieren was aus. Wir wollen uns fair und umweltbewusst verhalten. Wir haben in unserer Gastronomie viel verändert, wir haben Nestle rausgeschmissen, wir versuchen Plastik ganz zu reduzieren bei uns, Papierstrohhalme, und es hilft uns schon sehr, uns an diesem Leitbild zu orientieren. Ich würde sagen, nicht so viele Baustellen aufmachen. Da haben wir uns am Anfang in unserer Euphorie und in unserem ja, das wollen wir alles, echt verhoben. Also wirklich sich auf 2, 3 Sachen fokussieren. Wir haben auch relativ schnell festgestellt, für uns ist das Wichtigste, diese internen Prozesse zu stabilisieren, und darauf müssen wir uns fokussieren. Und was ich noch ganz wichtig finde, ist die Leute mitnehmen. Also das ist das, was lange dauert, aber das ist unfassbar wichtig.